Hallo Leute und herzlich willkommen zum Review der Canon PowerShot G7X Mark II. Für euch heute aus Frankfurt mit Alisa und mir. Dieses gute Stück liegt aktuell bei knapp 600 Euro, Stand August 2016. Zum Packungsinhalt. Euch erwarten die wichtigsten Details über das Produkt auf der Verpackung. Eine Benutzeranleitung, das Ladegerät, der wiederaufladbare Akku NB13L mit seinen 1250 mAh. Wer diesen verliert, zahlt leider knapp 50 bis 60 Euro für einen neuen. Zum Schluss gibt es noch eine Handschlaufe dazu. Das war's. Die G7X Mark II dürfte die meisten Vlogger und Hobbyfotografen glücklich machen. Neben dem 1 Zoll großen Sensor erwarten euch ein lichtstarkes Objektiv mit einer Brennweite von 24 bis 100 mm und einer Lichtstärke von 1,8 bis 2,8, also sehr lichtstark. Zwei Trageriemenanschlüsse, einen links, einen rechts, einen Micro-USB-Anschluss und einen Mini-HDMI-Anschluss zum Übertragen auf TV und Beamer. Darüber hinaus gibt es einen integrierten Blitz, keinen elektronischen Sucher und auch keinen Anschluss für ein externes Mikrofon. Neben den ganzen externen Anschlüssen bietet euch die G7X Mark II auch eine WLAN-Schnittstelle, mit der ihr eure Kamera fernsteuern könnt und die gerade aufgenommenen Fotos und Videos direkt an euer Smartphone senden könnt. Von dort aus könnt ihr sie über soziale Netzwerke teilen oder einfach auf eurem Gerät behalten. Ein Highlight der G7X Mark II ist der 7,5 cm LCD Touchscreen. Dieser deckt zu 100% ab, löst mit knapp 1 Million Bildpunkten auf und ist perfekt zum Vloggen. Euch erwarten 24 bis 100 mm bei einer Blende von 1,8 bis 2,8. Somit habt ihr einen 4,2-fach optischen Zoom und das Zoom Plus gibt euch zusätzlich eine 8,4-fache Vergrößerung. Beim Fotografieren liegt die längste Verschlusszeit bei 15 Sekunden und die geringste bei einer 2000stel Sekunde. Wer in RAW aufnimmt, hat leider nicht die Möglichkeit, den Digitalzoom zu nutzen. Deshalb unbedingt im Menü RAW abwählen und dann den Digitalzoom aktivieren. So sollte es klappen. Die beste Vlogging-Kamera seit langer Zeit in diesem Preissegment. Zwar haben wir keine Möglichkeit, ein externes Mikrofon anzuschließen, aber die Tonqualität ist für Vlogs auch schon schwer in Ordnung. Natürlich auch nur zu einer gewissen Windstärke. Und wie sich diese Kamera beim Vloggen macht, hier für euch der ultimative Einblick. Ich bin heute in Frankfurt mit The Daniel Life und Peter. Hi Peter! Hi, wir testen heute die Vlogging-Kamera und... Was? Ach so. Und sind gerade im Schillers. Ja. Wo ich mal gleich ein paar Armbänder ausprobiere. So, und damit ihr mal einen kleinen Einblick in diesen Laden bekommt, zeige ich euch das mal gerade. Hier sind super viele schöne Sachen. Wie zum Beispiel Armbänder und Taschen und es ist alles Unisex, also für Mann und für Frau kann jeder tragen. Von Ledertaschen bis auch T-Shirts bis Lederarmbänder in allen möglichen Farben. Und hier im Hintergrund sieht man auch schon so ein paar Taschen. Ich habe jetzt gerade zwei Armbänder an, ein Lederarmband in grün und ein Armband mit Perlen dran. Und hier sieht man das. Da ist auch ein super cooler Totenkopf dran, der zu diesem Laden dazu gehört. Ansonsten seht ihr selber, euch erwarten tolle Farben, ein guter Autofokus und Full-HD-Videos mit bis zu 60 Bildern in der Sekunde. Und weil die Frage immer wieder aufkommt, wie denn die Audioqualität draußen ist, hier für euch der Test an einem windigen Tag in Frankfurt. Wie ihr sehen und hören könnt, ist es gerade sehr windig. Das hier ist ein Mikrofontest, wie es diesen Wind wohl standhält. Die G7X Mark II bietet euch über das Touchdisplay die Option, zwischen dem Autofokus und dem manuellen Fokus zu wechseln und dabei in den Makromodus zu gehen, bei dem die Naheinstellgrenze bei 5 cm liegt. Perfekt also für Leute, die zum Beispiel gerne Schmuck oder Blumen aufnehmen oder auch gern fotografieren möchten. Im Videomodus selber könnt ihr per Fingertipp den Fokus setzen und die G7X Mark II versucht, das Objekt immer scharf zu halten.
Ihr könnt mit der G7X ohne Probleme Full-HD-Videos mit bis zu 60 Bildern in der Sekunde aufnehmen oder bei Bedarf auch mit einer geringeren Framerate aufzeichnen, zum Beispiel 25 Bildern pro Sekunde. Das Ganze dann für maximal 29 Minuten und 59 Sekunden pro Clip. Darüber hinaus bietet euch die G7 sogar die Option, einen Zeitraffer aufzunehmen. Dabei legt ihr fest, wie viele Fotos gemacht werden sollen und in welchem Intervall. Die Kamera erledigt dann den Rest für euch. Auch einfach genial. Der Szenenmodus bietet euch viele Optionen, zum Beispiel die richtigen Einstellungen für Porträts, einen Fisheye-Effekt, Weichzeichner, HDR-Fotos und vieles mehr. Das Ganze geht ganz einfach, wählt via Touch-Display den Modus aus und schon geht's los. Das Ganze funktioniert aber nur mit JPEG-Fotos. Zur Wiedergabe könnt ihr neben dem Auswahlwahlrad auch das Touch-Display benutzen. Wer so lange Fingernägel wie Alisa hat, wird feststellen, dass das Zoomen mit den seitlichen Fingern nicht so gut funktioniert wie mit den Fingerspitzen. Falls ihr die Kamera im Hellen nutzen möchtet bei Offenblende, also mit einer Hintergrundunschärfe, werdet ihr feststellen, dass euer Material in den meisten Fällen überbelichtet ist. Um denen entgegenzuwirken, hat Canon der G7X Mark II einen integrierten ND-Filter spendiert, der euch Licht wegnimmt und es euch ermöglicht, auch bei Tageslicht eine Hintergrundunschärfe beim Filmen oder Fotografieren mit einer minimalen Verschlusszeit von einer 2000stel Sekunde zu ermöglichen. Auch wenn ihr gerne mal euren Freund beim Skaten fotografieren möchtet oder vielleicht auch euer Kind beim Fußballspielen, die G7X Mark II hat die Lösung dafür. Die Kamera erlaubt es euch, in RAW und JPEG mit einer schnellen SD-Karte bis zu 19 RAW-Fotos am Stück aufzunehmen mit 8 Bildern in der Sekunde oder 30 JPEGs am Stück. Jetzt geht's zur Lowlight-Performance. Übrigens filme ich gerade im Willy James Frankfurt. Wer mal Lust auf leckeres Essen hat, der findet es direkt hier in der Innenstadt. www.willy-james.com. Der ISO-Bereich geht ab 125 los und endet bei 12.800. Die Kamera macht mit ihrem 1 Zoll großen Sensor einen sehr guten Eindruck, auch im Dunkeln. Bei ISO 3200 bleiben die Details gut erhalten. Bei ISO 12.800 verblassen zwar die Farben, aber das Foto kann sich trotzdem noch immer sehen lassen. Last but not least important, die Griffigkeit. Die Kamera fühlte sich in meinen als auch Alisas Händen sehr gut an. Ganz einfach zu halten mit einer oder auch zwei Händen bei dem geringen Gewicht. Also perfekt für Vloggings oder den nächsten Urlaub. Ganz schnell noch zum Fazit. Sehr geile Kamera, tolle Aufnahmen, vor allem im Dunkeln, dank des großen Sensors und der Offenblende. Die Kamera ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt für Vloggings. Nachteil, der Preis von knapp 600 Euro ist nicht ganz ohne, auch wenn ihr dafür viel bekommt. Leider gibt es keine elektronischen Sucher und der Ersatzakku scheint doch sehr überteuert. Vielen Dank an Canon für diese wunderbare Kamera. Den Link zum Hersteller und zum Produkt gibt es in der Videobeschreibung. Auch in der Videobeschreibung findet ihr einige der hier gezeigten Fotos als Download für private Zwecke. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Fragen bitte unten als Kommentar. Ciao!